Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufer.de. Aber eigentlich müsste ich ja sagen, Jörns Norwegian Racing World, denn es ist Ostersamstag, es ist die letzte Vorstufe zum großen Multi-Jackpot V75 Nachmittag am morgen Ostersonntag in Romme. Es ist die letzte V75, wenn es noch einen Jackpot gibt, der in diesen Multi-Jackpot mit einwandern wird. Und wir gehen nach Skien, nach Norwegen, in eine Stadt circa 180 Meter südlich von Stockholm, von Oslo gelegen natürlich, von der norwegischen Hauptstadt Oslo gelegen, mitten im Telemark gelegen. Also eine ganz, ganz tolle Region. Ich kann jedem nur empfehlen, das ist auch eine ganz tolle Skiregion. Es ist relativ bergig da und dort liegt die Rennbahn in Klosterskogen. Dort werden wir, wie gesagt, am Wochenende hingehen. Ich freue mich drauf. Ich werde gemeinsam mit Björn Gub und Peter Sardell von Karlstadt aus hinfahren am Samstagmorgen. Ich freue mich schon drauf. Also Björn Gub, Peter Sardell, der auch am Start ist natürlich, und ich werden von Karlstadt gemeinsam uns auf den Weg nach Skien machen. Müssen da über einen Fjord mit der Fähre fahren. Das ist auch eine wunderschöne Fährfahrt immer. Wetter soll nicht ganz so gut sein dieses Jahr. Vor 2 Jahren hatten wir wunderbares Glück, da schien die Sonne. Ist egal, die Stimmung in Klosterskogen ist immer sensationell. Auch das Programm kann sich diesmal wirklich sehen lassen. Wir haben einige schwedische Fahrer am Start. Jürgen S. Eriksson ist am Start. Stefan Persson ist am Start. Mats Djuse ist am Start. Wir haben unter anderem natürlich Björn Grubb und, wie ich gerade sagte, Peter Sardell am Start. Also es lohnt sich dabei zu sein. Die ganze norwegische Fahrerelite ist dabei. Und das ist wirklich ein Renntag, der immer richtig Spaß macht. Also ich freue mich richtig auf Klosterskogen. Und ihr könnt natürlich mit dabei sein. Denn hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufer.de bekommt ihr nicht nur alle Rennen aus Klosterskogen live im Stream zu sehen. Das ist ja nicht überall so. Ihr könnt natürlich auch alle Wetten, die in Norwegen angeboten werden, hier bei uns auch im Schweden-Stream und auch bei den Schweden- bzw. Norwegen-Stream euch dann, wie gesagt, genauer ansehen. Es lohnt sich, dabei zu sein, www.trotto.de, denn es ist ein spannender Ostersamstag. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Es geht natürlich los, ganz schnell, wie immer, um 16.20 Uhr mit der V75. Allerdings dieses Mal mit dem 7. Rennen, also nicht wie sonst mit dem 5. Rennen. In Klosterskogen fängt man schon mal ein bisschen eher an. Aber 16.20 Uhr geht's los mit der V75, das erste Rennen. Und das ist ein 2900 Meter Steherrennen, also über die Distanz von 2900 Metern. Aus insgesamt 4 Bändern geht's hier los. Also die Pferde 13 bis 15 haben hier 60 Meter Zulage. Das ist schon relativ ordentlich, wie gesagt. Und trotzdem glaube ich, dass hier im letzten Band 2 Pferde drinstehen, die man sich auf jeden Fall beachten muss, weil sie nämlich richtige Langstreckenspezialisten sind. Das ist einmal die 13 Gangnam Style K mit Erik Højtomt. Gangnam Style K hat ja schon mehrfach immer überrascht, hat zum Beispiel in Charlotten nun vor 2 Jahren mal so ein Langstreckenrennen gewonnen, hat auch in Oslo Bjerke mal so ein Langstreckenrennen gewonnen, zu einer wahnsinnigen Quote damals. Und Erik Højtomt und Gangnam Style K, die verstehen sich richtig gut. Der war jetzt, das letzte Mal zwar am 15.12. am Ablauf in Aarhus, hat dort eigentlich nicht viel geleistet. Trotzdem, ich glaube, mit dem norwegischen Champion kann hier was gehen. Wenn nicht Sieg, aber Platz zumindest, Gangnam Style K, sollte man sich hier auf jeden Fall genauer ansehen. Iggy Bär, die Programmnummer 14, mit Magnus Tejan Gundersen, auch so ein Langstreckenspezialist, war zuletzt eher auf der kurzen Distanz unterwegs, kann hier aber durchaus überraschen, vor allem auch mit dem Fahrer. Magnus Tejan Gundersen kann solche Rennen, deswegen würde ich hier Iggy Bär, die Programmnummer 14, auf jeden Fall mitnehmen. Favorit dürfte die Programmnummer 4 werden, das ist Max Eagle FT, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin. Max Eagle FT hat zwar in Oslo Bjerke vor 2 Wochen im Rahmen des Unionskampen in der V75 auch so ein Langstreckenrennen gewonnen, da kam er auch richtig gut auf Tour, das muss man deutlich sagen, er hat von der Grunddistanz gewonnen, von über 3000 Meter. Asbjørn Tengsereid fährt ihn. Trotzdem davor die Formen, die waren auch okay. Trotzdem, so einen ganz kleinen Zweifel habe ich noch, sage ich ganz ehrlich. Also ob der hier wirklich gegen diese doch wirklich gestandenen Steher hier eine Chance hat, dieser Max Eagle FT, muss man schauen. Aber mitnehmen sollte man ihn hier auf jeden Fall. Pretty Devil, die Programmnummer 10 mit Tom-Erik Solberg. Zuletzt 4. gewesen in Jarlsbech in einem Rennen, davor in Bergen. 2-mal siegreich gewesen. Der kann sowas dementsprechend. Also der ist natürlich für solche Spezialisten, das ist ein Pastor Stevenson, der kann Langstrecke. Ist hier mit Sicherheit durchaus interessant. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und ich habe auch so ein bisschen Mumm auf die Nummer 7, Belgique, mit Björn Gub. Björn ist auch so ein Langstreckenkandidat. Der war auch vor 2 Jahren schon mal in Paris am Ablauf mehrfach, hat dort auch durchaus die langen Distanzen immer gemocht. Deswegen also Belgique, die Programmnummer 7 mit Björn Gub, hier sehr, sehr interessant untergekommen. Und wenn ihr so einen ganz krummen Außenseiter sucht, da würde ich euch die Nummer 9, Westerbo I'm the Man, mit Juhani Paltanen empfehlen. Natürlich der Fahrer, da schüttet es einen natürlich sofort, das weiß ich. Das ist jemand, der natürlich nicht unbedingt, ich sag jetzt mal,
für ja, fahrische Künste steht, dieser Johanni Partanen. Aber das Pferd ist nicht schlecht. Der war zuletzt in Ferjestad in Eskilstuna, der war jetzt gut dabei, war Dritter und Erster. Der kann sowas und der ist auch so ein Langstrecken. Und Johanni Partanen kommt nicht ohne Grund aus Karlstadt mit einem Pferd hier rüber, wenn er sich auf jeden Fall nichts ausrechnet. Deswegen sollte man den hier in meinen Augen auf jeden Fall auch mitnehmen. V75-1, das Langstreckenrennen. Wir nehmen mit die Programmnummer 4, Max Eagle FT, mit einem kleinen Fragezeichen in meinen Augen, die Nummer 7, Belgique, die Nummer 9, Westerbo, I'm the Man, die 10, Pretty Devil und die Programmnummer 13, Gangnam Style K und die 14, Iggy BR. V75-2 ist dann ein Rennen für, ja, die, für eine bessere Klasse der Kaltblüter, also ein Kaltblüterrennen über die Distanz von 2100 Metern. Es ist der Siegwart Larsens Minnele und hier läuft in meinen Augen eigentlich einer der Tipp des Tages, nämlich die Nummer 4, Krussi Dull mit Mats Djuse. Krussi Dull hat jetzt dreimal siegreich in Romme und in Berserker, jeweils mit Ulf Urzer Ablauf. Jetzt sitzt Mats Djuse im Such. Jetzt ist nochmal in meinen Augen eine Aufwertung. Jasmin Ising ist die Trainerin und Krussi Dull mit vom Startplatz 4 für mich hier absolut das Einsatzpferd. Also ich würde den sogar Bank nehmen in der V75, sage ich ganz ehrlich. Krussi Dull, die Programmnummer 4 mit Mats Djuse, für mich ja eigentlich nicht zu schlagen. Viele werden sich auf Kinges Swarten, die Programmnummer 8, stürzen mit Wermut Madsen Drosnum. Die Startnummer macht mir ein bisschen Sorgen, das sage ich ganz ehrlich. Also das Pferd ist auch nicht schlecht, hat jetzt zweimal in Jarlsberg und in Bjerke gewonnen. War am 19.03. in Bjerke am Ablauf, da hat er wirklich gut gewonnen, das muss man deutlich sagen, dieser 8-jährige Nordheim-Faxensohn. Trotzdem Startnummer 8, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Der ist nicht der allerschnellste Beginner und da kann doch mal ab und zu was daneben gehen. Deswegen, also bei Kinges Swarten ist für mich ein kleines Fragezeichen hier auf jeden Fall gegeben. Interessant finde ich noch die Nummer 12, Balder Odin mit Sven-Ove Wassberg. Balder Odin kommt aus Bergen hier nach Klosterskogen, war zuletzt Vierter in Bjerke am 17.02. in einem Langstreckenrennen. Das war okay. Der letzte Sieg kommt aus Bjerke am 20.01. mit Sven-Ove Wassberg, der ja für die Kaltblüter durchaus, ich sage jetzt mal, prädestiniert ist, der ja Kaltblüter wirklich gut steuern kann. Deswegen Nummer 12, Balder Odin, in meinen Augen hier sehr, sehr gut untergekommen. Sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Und wer noch so einen ganz krummen sucht, ich habe noch ein ganz klein bisschen Mumm auf die Nummer 3, Smetheim Stout mit Kjetil Djoseland. Smetheim Stout war zuletzt in Forus, in Stavanger Zweiter, war ein gutes Laufen davor. War sogar siegreich in Bjerke am 17.02. Also dieser Smetheim Stout, die Programmnummer 8, die Programmnummer 3, den sollte man sich mal genauer angucken. Der kann hier in meinen Augen komplett überraschen. V75-2, das Kaltblüterrennen. Wir nehmen mit die 3 Smetheim Stout, mein Tipp des Tages die 4 Krussi Dull, die Nummer 8 Kinges Swarten und die Programmnummer Nummer 12 Balder Odin. V75-3. Es geht weiter mit einem Rennen über 2100 Meter für die Warmblüter, ein Autostart für alle 4- und 5-jährige Pferde, also ein Jahrgangsvergleichsrennen für 4- und 5-jährige Pferde. Und hier ist in meinen Augen sehr gut untergekommen die Programmnummer 3, Frasse mit Jürgen S. Eriksson. Frasse war zuletzt in Solvalla am 20.03. am Ablauf in der V86, hat da wirklich toll gewonnen. Davor auch nochmal einen Sieg in Örebro am 26.10. kam aber aus der Pause direkt mit einem Sieg zurück. Und Jürgen S. Eriksson hat gerade richtig Form, hat am Montag in Mantorp auch wieder ein Rennen gewonnen, hat am Samstag, wie gesagt, letzte Woche in der V75 für Furore gesorgt, war durchaus da mit dabei vorne. Also Frasse, die Programmnummer 3 mit Jürgen S. Eriksson, für mich hier ein ganz klarer, heißer Kandidat auf den Sieg. Startplatz 3 ist ideal, der kann nämlich schnell beginnen, der wird wahrscheinlich sogar Start-Ziel versuchen hier zu gewinnen. Deswegen Nummer 3, Frasse, für mich ein ganz, ganz interessanter Kandidat. Kongludalm, die Programmnummer 4 mit Asbjørn Tengsereid, war zuletzt in Orbi am Ablauf, hat dort auch toll gewonnen, auch mit einer guten Leistung, muss man deutlich sagen. Hat in Orbi mit 14.6 gewonnen, davor auch mal in Forus am 9.3. siegreich gewesen. Also auch dieser Kongludalm ist für mich der erste Herausforderer. Muss man hier auf jeden Fall mitnehmen in diesem Rennen, in diesem 4- und 5-jährigen Vergleich. Der ist für mich hier nicht aus der Welt. Interessant finde ich Born in Bergen, die Programmnummer 7. Das ist nämlich der norwegische Derby-Sieger. Der norwegische Derby-Sieger des letzten Jahres hat allerdings nach der Pause, aber hat eigentlich nach dem Derby-Sieg nichts mehr gerissen. Er war danach noch einmal in Odense am Ablauf in Dänemark. Da war er weg. Danach war er nochmal in Bjerke am Ablauf am 4.11. im Axel Jensens Minnele. Da war er auch weg. Und er kommt jetzt aus einer Pause und deswegen habe ich da so ein bisschen Zweifel. Björn Steine ist zwar relativ optimistisch, der Siegfahrer auch aus dem Derby, trotzdem Startplatz 7, er kommt aus einer Pause, Born in Bergen, wir wissen, was das Pferd kann, das ist ein richtiger Kämpfer, ein richtiger Raufer, der hat ja auch im Derby richtig sich zusammengeraufen, hat das Derby wirklich toll gewonnen. Trotzdem, ich habe so ein ganz klein bisschen Zweifel, sage ich ganz ehrlich, bei Born in Bergen, ob das beim ersten Start nach der Pause sofort funktionieren kann. Deswegen, da wäre ich, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, Born in Bergen, die Programmnummer 7. Und wer noch einen ganz krummen wieder sucht, auch hier Hugo Treuburg, die Programmnummer 5 mit Niklas Korpfitzen, kommt aus dem Stall von Bo Westergaard, war auch letztes Jahr unter anderem im dänischen Derby
aktiv, hat dort nicht so gut abgeschnitten, galt aber als Derby-Mitfavorit sogar. Bo Westergaard hält große Stücke auf ihn, auf diesen Hugo Treuburg, der war Dritter auch im Axel Jensens Middle-Lap zuletzt, also der kann hier auch durchaus überraschen, die Programm Nummer 5 mit Niklas Korfitzen, den sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. V75-3, das 4- und 5-jährigen Vergleichsrennen. Wir nehmen mit die Nummer 3 Frasse, die 4 Kongu Daim, die 5 Hugo Treuburg und die Nummer 7 Born in Bergen. V75-4 ist dann eines der absoluten Highlights des Tages. Es ist der Mo Odins Ehreslob, ein Rennen für die beste Kaltblüterklasse. Und hier läuft für mich der zweite Tipp des Tages, nämlich es kann hier nur einen Sieger geben, das ist die Nummer 7 Tangenborg mit Tom-Erik Solberg. Tangenborg, in meinen Augen das beste Kaltblut der Welt, wenn man so möchte. Es gibt ja eigentlich nur Skandinavien Kaltblüterrennen, aber trotzdem für mich das beste Kaltblüt der Welt. Hat letztes Jahr mehr oder weniger fast alles gewonnen, war Zweiter im Elite-Kampf. Das war so ein bisschen traurig, hatte man dann doch gegen das finnische Pferd keine Chance. Doch Tangenborg, die Programm Nummer 7, also ich sehe hier wirklich keinen Gegner. Der kam vor 2 Wochen in Bjerke zurück in der V75 aus der Pause, hat 45 für 10 gezahlt. Da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe ihn leider nur für 50 Euro Sieg gespielt. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich hätte ein bisschen höher spielen sollen. Das war für mich damals schon der Tipp des Tages. Und Tangenborg hat da wirklich mit einer Autorität dieses Rennen gewonnen. Das war sensationell. Ölstein Chomsland, der Trainer, hat auch gesagt, er hätte nie mit so einer Leistung sofort gerechnet von Tangenborg. Und deswegen die Programm Nummer 7, Tangenborg, Tom-Erik Solberg, der ist rennverlaufsunabhängig, der kann aus allen Lagen gewinnen. Für mich ist das der zweite Tipp des Tages, die Programm Nummer 7, Tangenborg. Wer sagt, ich glaube nicht dran, es gibt natürlich einen ganz heißen Gegner hier in diesem Rennen, und das ist nämlich die Programm Nummer 1, das ist Reime Kongen mit Ove Backewold Reime. Reime Kongen, also auch aus der Zucht des Fahrers, wenn man so möchte. Der hat nämlich auch zuletzt 4 aus 5 Starts gewonnen, war zuletzt in Klosterskogen am 2.12. siegreich und auch nach der Pause in Bjerke am 17.2. siegreich. Die Zeiten sind sensationell. Der war 25.1, 22.3, 21.1. Das sind natürlich schon für Kaltblüter Zeiten. Tangenborg hat einen 19.4-Rekord. Gut, okay. Aber trotzdem, Reime kommen von Startplatz 1. Wenn Ove Backewold Reime da losfährt, dann möchte ich mal sehen, wie Tangenborg dahinterher kommt. Trotzdem glaube ich, dass Tangenborg am Ende der Sieger sein wird. Trotzdem, das ist ein realistischer Kontrahent, den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Auch Stunde für die Programm Nummer 5 mit Dodo Johann Östre muss man mitnehmen. Der war in Bjerke, hat er sich wirklich in dem Rennen, wo Tangenborg gewonnen hat, wirklich sehr, sehr stark aufgerieben, hatte am Anfang keine Lage gefunden, ist dann außen rumgelaufen, ist am Ende in einen Fehler gelaufen, war müde, ist disqualifiziert worden, hat davor allerdings fast alles gewonnen, was man gewinnen konnte im schwedischen Winter, war ja in Bollnäs mehrfach siegreich, er war in Momaken da am 7.12. der V75 noch siegreich, also Stunde für die Programm Nummer 5, auch natürlich hier ein ganz klarer chancenreicher Kandidat, muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Grisle Faxen GL, die Programm Nummer 6 mit Ölstein Chomsland, war zuletzt Zweiter zu Tangenborg in dem Rennen, kam am Ende auch richtig gut auf. Ölstein Chomsland hat sich das ganze Rennen über festgefahren gehabt. Der war die ganze Zeit innen eingesperrt, kam am Ende erst ganz knapp raus, hatte eigentlich nie eine Siegchance gegen Tangenborg, aber kam auch richtig stark auf. Deswegen auch Grisle Faxen GL, die Nummer 6 mit Ölstein Chomsland sollte man mitnehmen. Und als Außenseiter noch, ich möchte darauf hinweisen, die Programm Nummer 3 Grisle Tore GL mit Perfekt Kals. Der war zwar jetzt nur Sechster in dem Rennen von Tangenborg, aber auch er hatte eine etwas schlechte Lage, ist dann mehrfach auch behindert worden. Und das Pferd hat vorher wirklich tolle Leistungen gezeigt. Erster, Zweiter, Zweiter, Erster, Zweiter, das waren tolle Formen. Deswegen auch Grisle Tore GL, die Programm Nummer 3 hier nicht auslassen. Aber eigentlich kann der Sieger in diesem Rennen nur die Nummer 7 Tangenborg heißen. Deswegen V75-4, das Kaltblüterrennen der Odins Ehreslob. Wir nehmen mit die 7 Tangenborg. Wer sich breiter aufstellen möchte, nimmt noch die Nummer 3 Grisle Tore GL mit, die 1 Reime Kongen, die Nummer 5 Stunde für und die Nummer 6 Grisle Faxen GL. V75-5 ist dann ein Rennen für 3- bis 14-jährige Pferde mit einer Höchstgewinnsumme von 375.000 Kronen. Und in diesem Rennen muss man sich, glaube ich, wirklich breit aufstellen. Das ist ein Rennen, wo ich wirklich glaube, der V75, da kann vieles passieren. Das ist ein Rennen, da kann es auch mal die eine oder andere Überraschung geben. Und ich habe hier ein bisschen Mumm, sage ich tatsächlich, auf die Nummer 4, JS Camaro mit Stefan Persson. JS Camaro war zuletzt in Axemalla zweitplatziert in einem Nachwuchsfahren, davor auch in Orbi mit Stefan Persson am Ablauf gewesen. Da war man ebenfalls zweitplatziert. Håkan Persson ist der Trainer und auch die beiden fahren nicht ohne Grund nach Klosterskrogen, mal eben, was ja auch von deren Dependance in Halmstadt mal eben kurz 500 Kilometer weg ist. Deswegen also JS Camaro, die Nummer 4, für mich hier ein ganz chancenreicher Kandidat. Stefan Persson kennt ihn aus dem FF, für mich hier ein ganz klarer, interessanter Kandidat. Interessant ist aber auch hier für mich die Programm Nummer 3, das ist Charon mit Magnus Trajan Gundersen. Charon war zuletzt in Jahrzweig am 18.11. siegreich, kommt allerdings aus der Pause. Charon gilt aber als die Derby-Hoffnung Norwegens. Er war letztes Jahr im norwegischen Kriterium, da war er viertplatziert, da hatte man sich ein bisschen mehr erhofft. Danach gab es noch einen zweiten Platz in Bergen.
zugelassen in Birke in einem Jahrgangsvergleichsrennen. Charon gilt aber als einer der absoluten Derby-Favoriten in Norwegen in diesem Jahr. Deswegen sollte man den auf jeden Fall mitnehmen, die Nummer 3, obwohl es der erste Start nach der Pause ist. Deswegen sage ich da mal ein bisschen Vorsicht. Travis, die Programm Nummer 2 mit Erik Holtom, der war zuletzt Zweiter in Bergen. Davor allerdings am 11.2. und auch im letzten Jahr mehrfach siegreich mit dem norwegischen Champion im Sulki. Anders Lundstrom Wölden ist der Trainer und Travis, die Nummer 2, hier in meinen Augen sehr, sehr gut untergekommen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Credit Juan, die Programm Nummer 5, steht im Programm mit Carl-Johan Jepson, wird aber von Björn Grubb gesteuert. Credit Juan war zuletzt in Axemalda siegreich mit Carl-Johan Jepson, davor war man Dritter mit Rikard Skoglund in Orbi. Kann hier auch gewinnen, vor allem die Fahrership von Björn Grubb wird natürlich hier nochmal einen großen Ausschlag geben. Deswegen auch die 5 Credit Juan mit Björn Grubb in meinen Augen hier durchaus zu beachten. Und ich möchte nochmal auf WK Wiki hinweisen, die Programm Nummer 9 mit Christian Marmin. Der hat nämlich mal eben in Birke vor 2 Wochen zum sensationellen Kurs von 958:10 gewonnen. Ich hatte ihn hier angesagt in diesem Video, hatte gesagt, ich verstehe nicht, warum der hier als Außenseiter getippt wird. Der hatte die Form Dritter, Zweiter und hat jetzt dann gewonnen dementsprechend. Also WK Wiki, die Programm Nummer 9, hat natürlich jetzt einen schlechteren Startplatz. Er hatte damals Startplatz 4 in Norwegen, in Oslo vor 2 Wochen. Trotzdem, der kann hier wieder zuschlagen. Wakey Wiki, die Programm Nummer 9, wird ja wieder mal Platz spielen. Der wird entweder am Toto 500 stehen oder 600. Für 958 wird man die wahrscheinlich nicht bekommen, aber trotzdem Wakey Wiki, die Programm Nummer 9, den würde ich mal mitnehmen. Das ist für mich hier so ein ganz chancenreicher Kandidat. V75-5. Wir nehmen mit in diesem Rennen die Nummer 2 Travis, die 3 Charon, die 4 JS Camaro, die 5 Credit Juan und die Nummer 9 Wakey Wiki. V75-6 ist dann das absolute Highlight des Tages, der Klosterskrogen Grand Prix 2024, dotiert mit nur noch leider 175.000 Kronen für den Sieger, also 17.500 Euro, ziemlich Pi mal Daumen für den Sieger, das war mal viel, viel mehr, das waren mal über 30.000 Euro. Wir erinnern uns ja dran, dass Classic Grand Cru dieses Rennen ja mehrfach gewonnen hat, ich glaube 4 Mal insgesamt gewonnen hat sogar Classic Grand Cru, aber trotzdem natürlich schade, dass das Rennen so ein bisschen abgewertet worden ist. Trotzdem, die Besetzung ist ordentlich, wir haben hier ein paar interessante Kandidaten dabei und vor allen Dingen ist es natürlich Nummer 5 Stow the Show hier mit Frode Hamre. Stow the Show war in Birke am 16.3. nach der Pause in der V75 direkt wieder vorne, hat dort wunderbar gewonnen, hat davor auch in Jarlsberg am 2.3. noch toll gewonnen. Man will mit Stow the Show nochmal in die Elite Loppet und auf jeden Fall hier in Oslo Grand Prix auf jeden Fall. Stow the Show, 9 Jahre ist er jetzt alt, er hat sich über den Winter auch wirklich immer gut verkauft, Frode Hamre und er scheinen sich auch wirklich gut zu verstehen. Deswegen für mich hier ein ganz klarer Siegkandidat, Nummer 9 Stow the Show. Interessant in diesem Rennen für mich untergekommen ist die Nummer 4 Moni Viking. Das ist nämlich das große Fragezeichen dieser Partie. Björn Grubb sagte mir selber, ich weiß nicht, was mit Moni Viking noch los ist, ob er noch mal möchte. Der war ja in Frankreich jetzt wieder im Ablauf, war ja im Prix d'Amérique mit dabei, war im Prix de Belgique dabei, war im Prix de France mit, Prix de Paris mit dabei, hat dort, wie gesagt, jeweils relativ schwach abgeschnitten dementsprechend, war also im Prix de France und Prix de Paris war er komplett geschlagen. Im Prix de Belgique war er auch geschlagen, hat dann den Prix d'Amérique ja ausgelassen, aber danach war er wieder zweimal im Ablauf. Der Besitzer möchte natürlich Yang Nüng, möchte ihn natürlich gerne dieses Jahr nochmal sehen. Und er hat ja eigentlich im letzten Jahr mit seiner ähnlichen Form hier zwar nichts gerissen, hat aber dann nochmal kurz eben mehrere Grupperennen gewonnen. Dementsprechend hat er vor 2 Jahren noch den Obistora-Priest gewonnen, den Sundsvall Open Trot gewonnen. Also Moni Viking würde ich hier auf keinen Fall abschreiben, sage ich ganz ehrlich. Trotzdem nach den jetzigen letzten Formen und Eindrücken aus Paris, wo ich ihn ja ein paar Mal gesehen habe, würde ich eher sagen, kann ich mir weniger vorstellen, trotzdem mitnehmen auf jeden Fall. Interessant ist auch Forgay Stream, die Nummer 9 mit Stefan Persson. Forgay Stream zuletzt siegreich in Heimstadt gewesen mit André Eklund, davor auch mehrfach in der Gut-Division der V75 im Ablauf gewesen. Forgay Stream, der kann sowas, der kann auch von hinten vor allen Dingen sehr gut gewinnen. Hier mit Startplatz 9 ist er nicht schlecht dargestellt, muss man ganz deutlich sagen. Den sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Zed Boko, die Nummer 1 mit Christian Marmin, für mich hier sehr interessant. War in Bjerg am 19.3. siegreich in der norwegischen V86, wenn man so möchte. Davor in Forus Vierter, aber auch nicht so ein richtiger Siegertyp. Deswegen, also hier spricht schon sehr, sehr viel für die Nummer 5 Stow the Show, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber in diesen Rennen gibt es immer mal wieder Außenseiter. Ich erinnere nur an vor 2 oder 3 Jahren, da hat Gunnar Austevoll mit einem Pferd gewonnen. Das stand am Toto irgendwie 400 oder sowas. Dann gab es vor 5 Jahren mal einen Sieger, der stand auch bei 300 irgendwas. Deswegen, also das Rennen ist immer so ein bisschen auch ein Rennen der Außenseiter. Trotzdem, wenn wir uns jetzt festlegen, müssen wir die V75-6, der Klosterskrogen Grand Prix, wir nehmen mit die 1 Zed Boko, die 4 Moni Viking, die Nummer 5 Stow the Show und die Nummer 9 Four Guys Dream.
Und wir kommen zum abschließenden V75-Rennen. Das ist nochmal ein Rennen über 2001 Meter Bänderstart. Hier kommen noch einmal Stutenrennabläufe, also eine Art Diamant-Stolt-Abteilung, wenn man so möchte, so eine verkappte Diamant-Stolt-Abteilung. Und hier muss man sich, glaube ich, auch mal relativ breit aufstellen. Hier sticht so ein bisschen Urbina Southman, die Nummer 13 mit Mats Duse ins Auge. Zuletzt zweimal gewonnen mit Mats Duse und mit Örjan Schiedström. Urbina Southman, eine fünfjährige Brillantissimi-Tochter von Viktor Flink-Ideborn trainiert aus Schweden. Ja, die kann sowas, das muss man sagen, aber so, die hat sich noch nie mit solchen Gegnern gemessen. Das haben wir auch durch Gegnerinnen gemessen. Deswegen habe ich da so ein ganz klein bisschen Bauchschmerz bei Urbina Southland, der Programm Nummer 13. Aber natürlich ist die natürlich hier durchaus interessant. Interessant finde ich aber auch Prinzess Olivia, die Nummer 8 mit Wiederhaupt. Prinzess Olivia kommt hier mit 5 Siegen am Stück einen Ablauf, war zuletzt am 6.3. im Bjerkam-Ablauf. Allerdings hat sie die ganzen Siege bis auf eine Ausnahme über die Meile gewonnen. Sie ist also eher so eine Stute, die sehr schnell über die Meile geht. Allerdings, heute werden 2001 Meter Bänderstart verlangt, das hat sie noch nicht so ganz oft gezeigt. Trotzdem mitnehmen muss man sie auf jeden Fall Nummer 8, Prinzess Olivia. Wildest Dreams, die Programm Nummer 7 mit Erik Holtomt, zuletzt in Bjerke erfolgreich gewesen, davor auch in Biri und in Bomarken zweimal siegreich gewesen. Auch die Stute ist richtig gut drauf. Allerdings auch nicht so eine Kämpferin. Also sie hat zum Beispiel zuletzt in Biri am 8.12., da war sie Vierte. Da war sie vorne, hatte jemand keine Lust mehr, hat sie auch eingestellt und ist dann irgendwie nur fast Schritt gegangen dementsprechend. Deswegen also Wildest Dreams, die Nummer 7 mit Vorsicht zu genießen. Mit Vorsicht zu genießen ist auch die Nummer 3 SMK Samoon mit Lars Anwar Kolle, zuletzt zweitplatziert gewesen, mit Helene Kolle in einem Reiten, im Fahren, davor aber zweimal siegreich mit Lars Anwar Kolle in Jarlsberg und in Momarken. Muss man auf jeden Fall hier mit auf den Schein nehmen. Und ich habe auch so ein ganz klein bisschen Mumm hier noch auf die Programm Nummer 2. Das ist Good Together mit Michael Lönnborg. Der kommt nämlich aus Dänemark mit Good Together hier in Ablauf. Die Stute war zuletzt in Schieber im Ablauf, dort war man zweitplatziert. Davor gab es in Aalborg einen Sieg. Good Together. Ja, die kann sowas, die ist nicht so ganz schlecht, galt auch als dänische Derby-Hoffnung vor 2 Jahren, hat dann auch nicht so ganz durchgeschlagen. Trotzdem, Michael Lönnborg kommt auch nur für dieses eine Rennen hier nach Großaskogen und deswegen sollte man die Stute hier in meinen Augen auf jeden Fall im Auge behalten. V75-7, so eine verkappte Diamant-Stolz-Abteilung. Wir nehmen mit die 2 Good Together, die Programm Nummer 7 Wildest Dreams, die 8 Prinzess Olivia und die Programm Nummer 13 Urbina Southwind. Ihr seht, es ist wirklich eine ganz, ganz interessante V75-Runde aus Norwegen, die ihr live verfolgen könnt. Ich werde live vor Ort sein und ihr könnt live an dem Bildschirm dabei sein. Ostersamstag geht's los, V75 aus Norwegen, bereits um 13.30 Uhr die ersten Rennen, also pünktlich dabei sein. V75 startet im 7. Rennen und ihr könnt alles live sehen bei www.trotto.de und www.hufer.de. Ich sage Lückertil, viel Spaß und ihr wisst ja, auf www.hufer.de gibt es auch eine ausführliche Vorschau auf dieser V75. Deswegen abonnieren, liken, wiederkehren, dann sehen wir uns morgen wieder zur großen Multi-Jackpot-Ausspielung der V75, des Springburst V75-Reigens sozusagen aus Romme. Und bis dahin sage ich Lückertil, viel Spaß mit der V75, das Großaskogen, es lohnt sich und bis dann, macht's gut.